in dem engeren Begriff der Inklusion, wenn ich den jetzt auf die Pädagogik beziehe, dann geht es darum, dass wir eine Schule haben, auch ein Gebäude, in dem alle Kinder, egal welchen Förderweg oder welchen Lernweg sie haben, lernen können. Das bedeutet, dass man weggeht von diesem Begriff der Normalität, weil die Vielfalt, die man lebt, das ist Normalität. Wir sind hier in einer Schule für Kinder, die besondere Bedürfnisse haben. Und unsere Schule ist hier, damit sie diese Kinder kennenlernen. Und das schauen wir jetzt alles zusammen mit euch an. Also Kinder sind ja wie Erwachsene auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gab Kinder, die am Anfang natürlicherweise sehr zurückhaltend waren, andere, die eher neugierig waren, auch nachgefragt haben. Und richtig gebrochen ist das Eis, als wir gemeinsam so einen Riesenmensch ärger dich nicht gespielt haben und unsere Schülerinnen und Schüler den anderen geholfen haben beim Würfeln, wo plötzlich das Spiel im Vordergrund stand, dass man gemeinsam gewinnt, so wie man eben kann. Also wir machen hier also einen Würfel, denn als wir bei der Schule für die behinderten Kinder waren, da war auch ein Mädchen, was nicht sehen konnte. Wir haben nachher Mensch, Erde, Ärger dich nicht gespielt und sie wusste nicht, welche Zahl also sie geworfen hat. Und dann machen wir also mit den Würfel, mit den also Deckel und damit sie also es fühlen kann, welche Zahl sie geworfen hat. Das Projekt hieß Tanzen ohne die Musik zu hören. Ich habe das Projekt mit dem Musiklehrer geleitet. Und die Frage war, wie kann ich tanzen, wenn ich nichts höre? Die Tauben tanzen so, dass sie also nicht hören, sondern die Vibrierung vom Boden abnehmen. Viel Spaß! Ich möchte wissen, wie es jetzt dir gefallen hat, hier die Strecke im Rollstuhl zu fahren. Also ich war ein bisschen müde, aber es hat Spaß gemacht. Die Kinder waren sehr interessiert, sehr aktiv, hatten sehr viel Interesse daran, hatten so diese Art sportlichen Elan, das Leben, das Fahren im Rollstuhl zu erlernen, zu erleben und haben aber auch gelernt und bemerkt, mit welchen Schwierigkeiten der Alltag im Rollstuhl verbunden ist. Ich sage, wir sind inklusiv tätig, das empfinde ich zumindest so, aber die gesamte Schule macht sich auf den Weg der Inklusion und das ist ein langer Weg und dazu brauchen wir die Mithilfe aller.